Wenn sich der Trockner nicht mehr dreht, könnte in seltenen Fällen tatsächlich der Motor dafür verantwortlich sein. Doch wie kannst du sicher gehen? Ob der Motor wirklich kaputt ist, lässt sich sehr einfach überprüfen, aber sieh einfach selbst. Bevor es losgeht, steht erst einmal die eigene Sicherheit im Vordergrund. Wir stecken den Trockner vom Stromnetz ab und warten gut 10 Minuten, bevor wir weitermachen. Zudem sind bitte alle im jeweiligen Land geltenden Gesetze zu beachten, denn Strom ist lebensgefährlich. Als erstes schrauben wir den Gerätedeckel ab und legen ihn zur Seite. Es folgen die Schrauben der rechten Seitenwand. Die sind hier zwar schon entfernt, aber das sollte dir ohnehin keine größeren Probleme bereiten. Der Blick auf das Innenleben wird frei. Gut zu erkennen sind die beiden Kondensatoren und der Motor. Da wir den Motor überprüfen möchten, stecken wir seine Kabel vom Motorkondensator ab. Danach stellen wir unser Messgerät auf Widerstandsprüfung ein. Jetzt legen wir die Messspitzen auf die Kabel des Motors und sind zugegebenermaßen nicht gerade glücklich, denn die Messung zeigt keinen Widerstand an. Die Wicklungen des Motors sind tatsächlich durchgebrannt. Sicherheitshalber wiederholen wir die Messung an einem neuen Motor. Und siehe da, hier messen wir rund 46 Ohm. Ein neuer Motor muss also her. Den Motor bekommst du natürlich auf Schraubdock. Also schau vorbei und vergiss dabei auch den in der Videobeschreibung verlinkten Rabattcode nicht. Ein Motortausch ist zwar kein Honigschlecken, wer aber schon immer mal seinen Trockner komplett zerlegen wollte, wird auf seine Kosten kommen. Aber das zeigen wir dir in einem anderen Video. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns natürlich auf dein Feedback und einen Daumen hoch. Und nicht vergessen, Schraubdock abonnieren.